Ach, egal. Ah, da, da. Jetzt ging's wieder. So. Was haben wir hier? Eine verwitterte Axt. Ein rostiges Schwert. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Warum ist hier noch Müll? Und eine Handaxt? Das sind doch hier Orkjäger und keine Kräutersammler. Die müssten doch eigentlich besser ausgerüstet sein. So, jetzt verliere ich direkt wieder die Orientierung. Direkt wieder die Orientierung hier drin. Also könnte sein, muss nicht, aber... Oh, guck mal hier, noch ein Schalter. Erstmal hier. So, hier drin. Ein Truhenschlüssel. Alte Bergfestung, ein Aussagsschlüssel, der zu einer Truhe gehört. Ne. Fackel, zwei Bier, Dietrich. Okay, gut. Nochmal abspeichern. Und den Schalter betätigen. Juhu. Ab geht's. Geheimraum entdeckt. Und jetzt nehmen wir mal ein bisschen was mit. Das haben wir alles eh eigentlich gar nicht mehr nötig. Wir haben genug Geld, wir haben genug Ausrüstung und genug Tränke. Also das eh, aber zack, 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 zack. Tränke. Mehr. Noch mehr. Ne? Brauchen wir eigentlich eh nicht. Mana-Tränke sowieso nicht. Aber ist ja kackegal. Trotzdem alles ausräumen. Ja. Gegen das Bücherregal gelaufen. Hatten wir hier alle, eigentlich jetzt alles? Da waren wir drin, ne? Ja, klar. Da waren ja die Gammelwaffen. Hätten wir hier auch alles. Erstmal hier die unterste Ebene hier so aufräumen. Oh, wer haben wir denn da? Ach, dieser Tarkun. Hast du mit Diana gesprochen? Ja, sie hat gesagt, ich solle zu dir gehen. Wir, die Streiter Innos, brauchen deine Rüstung für unseren Kampf gegen die Dane. Dann hat Diana vermutlich auch gesagt, dass wir Erz wollen. Viel Erz. Ja, kein Ding. Ja, ja, ihr kriegt alles. Nur wir brauchen die Rüstung. Ich vertraue dir nicht. Du musst mich erst überzeugen. Es ist zwar eine große Leistung, dass du uns überhaupt gefunden hast. Aber um dir richtig zu vertrauen, muss ich wissen, dass du es mit den Orks aufnehmen kannst. Warum das denn? Hör mal, Junge. Nicht umsonst nennen wir uns Orkjäger. Töte vier Kämpfer der Orks und bringe mir ihre Waffen. Dann mache ich eure Rüstungen. Hab ich dabei. Wenn du uns überzeugt hast, kannst du sogar die beiden anderen als Söldner anheuern. Ich habe die vier Orkwaffen. Aha. Dann zeig mal her. Das hast du sehr gut gemacht. Nun werde ich euch die Rüstungen schmieden. Du musst mir nur die Zutaten bringen. Ich brauche 7 Erzplatten. Aha. Das ruckelt jetzt wieder. Immer so nebenbei. Wo soll ich denn Erzplatten herkriegen? Die verlassene Mine ist zwar schon lange nicht mehr in Betrieb, aber du kannst ja mal nachsehen gehen, ob dort noch ein paar Erzplatten rumliegen. Aber dann muss ich ja durch die Orks. Du kannst ja einen unserer Söldner um Hilfe bitten. Nee, mach ich alleine. Ich habe da die Erfahrung gemacht, dass die hier eh wieder nichts drauf haben. Und, oh, ist das schön. So, jetzt müssen wir den unteren... Hätten wir den unteren Bereich fertig... Also, hätten wir den... Den hätten wir jetzt fertig durchsucht. Bläh. So. Hier werden wir fertig. Was das Plündern hier angeht, das Ausräumen. Deswegen gehen wir mal hier Etage höher. Oh, jetzt ruckelt es wieder. Ich sag da gar nichts mehr. Das ist auch eine hohe Leiter. Wenn man da runterfällt, dann geht es ihm auch nicht mehr so gut. Nicht runterfallen. Gut. So, geht's noch weiter höher. Aber erstmal natürlich ausräumen hier. Die alte Bude. Oh, hier geht's raus. Oh, schönes Wetter. Wow, ist schon wieder Abend hier. Was haben wir denn hier noch? Oh, hier sind Betten. Ja gut, es trifft sich gut. Ja. Und natürlich eine Truhe. Ausräumen. 202 Erz. Ja. Okay. Fällt mir ein, wir müssen noch so viel erledigen, Leute.
Wir müssen noch das komplette alte Lager ausräumen, das komplette neue Lager ausräumen. Wie gesagt, im Sektenlager gibt's eh nicht. Eh nichts. Was denn, war man ja da schon von Anfang an. Oh, hier haben wir auch eine vollbesetzte Küche. Oder was das hier sein soll, lesen wir gar nichts. Gut, dann laufen wir wieder zurück. Nicht gegen die Wand, danke. Schade, auf der Etage ist nicht so viel. Gehen wir mal hier hoch. Ich habe Angst, dass der beim Ruckeln hier irgendwo runterfällt. Und dann... Oh. Verreckt. Genau das meine ich. Allerdings hat er sich gut abgefangen, ne? War ja auch kein Ding. Waren ja nur so 5 Meter oder so. Wie gesagt, ist halt beim Ruckeln leider manchmal so. Kann man nichts machen. So, jetzt geht aber mal hoch, bitte. Falls er da nicht gescheit hochkommt, muss ich leider mit F8 nachhelfen. Das tut mir dann für alle Beteiligten leid. Aber wenn es nicht anders geht, dann... Es geht nicht anders. Ich frage mich so, wie kommen wir da... hoch! Boah, Gott. Ach, ein zahmer Beißer. Ja. Also die sehen auch wirklich so aus, als könnte man die... in Massen halten. Ne? Was machen die hier? Reißen die hier den Boden auf oder was machen die hier? Malkill. Hallo Malkill. Warum sind denn hier so viele Beißer? Tja, Junge, an unseren Kämpfen gegen die Orks bringen wir immer was mit. Mal sind es Orkwaffen, mal sind es eben junge Orkbeißer. Hm. Wir zähmen sie und lassen sie bei uns wohnen. Das geht auch gut. Man muss sie nur zeitig füttern. Ach, wo du schon mal da bist, willst du sie nicht füttern? Ich weiß nicht, ob ich das kann. Beißer füttern. Das ist ganz leicht. Gehe einfach hin und lege ihnen etwas Fleisch hin. Du musst nur aufpassen, dass du ihnen genug gibst. Sonst werden sie böse. Na gut. Ich kann es ja mal versuchen. Na also, hier hast du einen Beutel mit Fleisch. Merke, nur dieses Fleisch mögen die Meister. Okay. Ja, Freunde, alles frisch. Die Quest ist also so relativ eklig. Jetzt fresse ich Pilze. Hör doch auf, Mann. Ich mach das gerade richtig. Muss ich irgendwie ansprechen. Nee, das geht eh nicht. Beutel ist leer. Ich glaube, ich bin fertig. Hä? Das ist sowieso so eine Quest, da habe ich auch schon mal nachgeguckt. Die soll nicht so einfach sein. Also ich meine, sie ist nicht kompliziert in dem Sinne, dass man viel machen muss, aber halt so von der, was man genau machen muss. Ich soll für Malik die zahmen Orkbeißer mit Fleisch füttern. Es reicht, wenn ich ihnen einfach eine Keule aus dem Beutel hinlege. Doch ich muss aufpassen, dass ich ihnen genug gebe. Ich habe jetzt alles auf einen Boden geschmissen. Der Beutel ist leer. Der Beutel ist leer. Es sind 10 Keulen Fleisch für die zahmen Orkbeißer drin. Haben sie jetzt genug? Schade. Macht. Ich hab euch... Hä? Oh, die kann man ja echt ansprechen. Scheiße. Ich hoffe, da konnte man nichts groß machen. Ich könnte ja einfach umbringen. Hm. Naja, egal.
glaube, bei der Quest muss ich echt nochmal nachgucken. Die soll nicht so einfach sein. Ich speichere jetzt trotzdem einfach hier ab, weil so viel kann ja jetzt nicht falsch oder schief gegangen sein. Schief gelaufen sein. Entschuldigung. Ich habe mich gerade irgendwie verbrabbelt. Dann gehen wir einfach mal noch ein Stockwerk höher. Jetzt sind wir hier ganz oben. Und da haben wir noch eine Kiste. Die ich auch noch aufmachen muss. Verdammt. Verdammt. So. Ja, und da ist der Siegbringer. Genau. Das heißt, wir hätten die Waffe eh nicht kaufen müssen. Hier haben wir sie gefunden. Die ist zwar nicht besser als unsere jetzige Waffe, aber die ist auf jeden Fall nicht schlecht. Das heißt, wir können sie auf jeden Fall verkaufen, weil sie einen hohen Wert hat, ne? 860 Hertz. Halt dann durch 2. Haben wir 430. Geht auch. Kann man gut verkaufen. Fast so gut wie der Orkhammer. Aber der ist 1000 wert. Zum Beispiel, wir können ihn für 500 verkaufen. Los. Die sind gefüttert, ich sag's dir. Diesem Beutel mit 10 Fleischkeulen da. Ja, der ist leer. Und dann machen wir halt noch leerer. Auch wenn man leer nicht steigern kann. Ich meine, leer ist leer. Ne? Aber ist ja egal. Machen wir aber mal ein bisschen weiter. Und wenn ich dann, oh, oh. Ich habe die 15 Keulen verfüttert. Aha. Da waren doch nur 10. Egal. Ich habe die 15 Keulen verfüttert. Hey, gut. Damit hast du mir einen großen Gefallen getan. Hier hast du eine große Ork-Weißer-Keule zur Belohnung. Und gib mir den Beutel zurück. Den brauchst du sowieso nicht mehr. So, das war jetzt zum Glück, was heißt, das war jetzt mehr Zufall. Anscheinend kann man den Beutel doch noch leerer machen, als er schon ist. Ich meine, hey. Warum auch nicht, ne? Was hat er uns jetzt für einen Scheiß mitgegeben? Der hat uns doch irgendeinen Müll eben gegeben, oder nicht? Irgendeine Orkbeißerkeule. Aber für was soll das zur Hölle gut sein? So. Ah. Ach, hier. Orkbeißerfilet. Maximal Lebensenergie. Fressen. So. Okay, hätten wir das auch geklärt. Wie unfair. Da steht dabei, dass da irgendwie so... Ja, hier kommt man nicht so ganz runter. Ah, doch. Okay. Naja, auf jeden Fall, das ist echt unfair. Das ist unfair. Das ist verdammt unfair. Da steht Beutel mit 10 Orkbeißerkeulen. So muss man im Ernst den Beutel noch leerer machen, als er ist. Was eigentlich gar nicht geht, weil leer ist leer. Und da stand, dass da 10 Stück drin waren. Aber hey, wir haben alle 15 verteilt. Ach ja, pennen kann man natürlich auch nicht. Geht nicht, braucht man nicht. Unwichtig, ne? Gut, die Weißerfütter hätten wir auch erledigt. Dann würde ich mal sagen, wir gehen noch mal kurz ins Lager. Pennen eine Runde, weil es ist dunkel und dunkel ist Kacke, da sieht man nichts. Also wir können ja einfach hier irgendwo pennen, ist ja scheißegal. Wird schon keinen stören. Ja, nein, nein, nein. Verbackt, wie man so schön sagt, ne? Warum steht da oben Streiter Innos? Ich werd noch verrückt hier. Oh, okay, ist weg. So, du hast gepennt und bist ausgeruht. Neuer Tag, neues Glück. Der 9. Tag.
Und wir haben... Moment, was haben wir jetzt?